Was geht, meine lieben Freunde? Seid herzlich willkommen zu der allerersten Folge von A Way Out zusammen mit meinem Ehrengast. Yo, was geht ab? Ich bin der Era Creed. So, wir zusammen werden uns jetzt das Spiel A Way Out verknüpfen. Und zwar geht es darum, dass wir zwei getrennte Charaktere steuern können. Einmal Vincent und einmal Leo. Das Ganze wird bei uns hier mit einem Splitscreen stattfinden. Das heißt, er sieht die eine Hälfte des Bildschirms, ich die andere. Und wir können trotzdem beide Charaktere irgendwie gleichzeitig steuern. Das finde ich so geil an diesem Spiel. Und da würde ich sagen, wenn du nichts zu sagen hast, steigen wir direkt in die Action ein, oder? Auf geht's. So, da sind wir also wieder zurück im Flugzeug. Wohin geht's? Das ist die Frage. Hey Vincent, what's your plan after this? I don't know. Haven't really thought about it. You haven't thought about it? That must be a first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit. Ich frag mich gerade, wohin sie fliegen. Can't argue with that. Aber ich sehe keine Handschellen, ich sehe gar nichts. Ich sehe ich ebenfalls nicht. Das Einzige, was ich sehe, sind seine ekelhaften Koteletten und seinen Bart. Er hat auf jeden Fall coole Koteletten. Also, ja. Nichts dagegen. Ja, gut. Jetzt sind wir bei der Charakterauswahl. Die Frage ist, wer von uns jetzt welchen nehmen wird. Also ich hab, wir können ja mal gucken, was da steht. Dazu. Ich glaube, ich bleibe auf jeden Fall bei Vincent. Also ich weiß nicht warum, aber ich lese mal kurz vor, was Vincent so drauf hat. Vincent Moretti, Alter 43. Straftaten, Betrug, Unterschlagung und sogar Mord. Strafmaß, 14 Jahre Haft. Persönlichkeit, rational, diszipliniert und zurückhaltend. Ich lese noch mal kurz die Vorgeschichte. Nach Abschluss seines Finanzstudiums und der Heirat mit seiner Highschool-Liebe trat Vincent einen Job im Bankensektor an. Sein Leben geriet aus den Fugen, als er durch die Aussicht auf schnelles Geld in die Welt des organisierten Verbrechens hineingezogen wurde. Okay. Klingt für mich auf jeden Fall interessant. Leo? Aber was genau hat er jetzt überhaupt gemacht? Weiß man das? Organisierte eigentlich Verbrechen. Nicht. Ja, genau. Also okay. Ich glaube, ist einfach nur aus seinen Bahnen gekommen. Okay. So. Ja, okay. Zurückhaltend. Ein bisschen mysteriös. Ich weiß also, nicht, wie das mich hat es auf jeden Fall sehr interessiert, muss ich zugeben. Wie sieht es denn bei Leo gut aus? Leo Caruso, 36, bewaffneter Raubüberfall, Körperverletzung, schwerer Diebstahl. Mhm. Strafmaß, 8 Jahre Haft, davon 6 Monate verbüßt. Da muss ich sagen, ich habe viel mehr. Also ich habe 14, du hast gerade mal 8. Ich habe ja auch keinen ermordet. Ja, das ist halt die Sache eben, ne? Klar. Man denkt halt rational diszipliniert, man denkt, ja. Das ist halt so milder sozusagen. Zurückhaltend klingt genau nicht richtig, so krass, ist aber anscheinend also, nicht so. Selbstbewusst, aufbrausend, sarkastisch. Leo wuchs in einem Waisenhaus auf und schlug schon früh eine kriminelle Laufbahn ein. Als er einen berühmten Diamanten stehlen wollte, lief alles fürchterlich schief. Jetzt muss er aus dem Gefängnis entkommen und die Dinge für seinen Sohn, seine Frau und sich selbst gerade biegen. Okay, er hat auf jeden Fall Familie. Ja, auf jeden Fall, klar, das sieht man hier. Ja gut, du hast auch Familie. Heirat mit seiner Highschool-Liebe, ne? Die Frage ist, ob die Frau jetzt geblieben ist. Ja, ich weiß nicht. Ja, mal gucken. Das ist jetzt die Frage. Ich bin aber gut, sehr gespannt. Ich bleib dabei Leo Caruso mit seinen ekligen Koteletten. Vielleicht kann ich die später mal im Spiel abrasieren, wer weiß. Wer weiß. Ich bleib auf jeden Fall auch bei Vincent. Hab mich auf jeden Fall angetönt. Dann würde ich sagen, wenn du bereit bist, let's go. Geht's weiter. Aber sah aus wie so ein Blick in die Zukunft oder sowas, weil was willst du machen, wenn das alles hier vorbei ist, hat er denk gesagt. Denke ich. Ne? Also ich glaube auch, dass es eher eine Szene ist, die halt nach dem Ausbruch schon stattfindet, wo sie auf der Flucht sind oder so. Ja, weil hier jetzt wieder... Hier sieht man ja, das ist ja der Anfang, ganz klassisch. Mit dem Bus fährt man halt einfach zum Gefängnis. Ich frage mich eigentlich jetzt auch, in welchem Jahr das Ganze abspielt. Mhm. Also es sieht schon etwas älter aus, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es jetzt unbedingt im Jahr 2016 sind. Also ich will jetzt nicht drauf rumhacken, aber die ekligen Koteletten, das war damals. Heute, wer macht denn sowas? Ja, ich meine, es kann sein, dass er vielleicht noch altmodisch ist. Ja, also der Einzelne da drin. Der ist 36 oder wie alt war der? Ah, die Grafik, ich weiß gar nicht, ist das ein Independent-Game oder ist das von wem ist das, weißt du was? Ich weiß es gar nicht, glaube ich. Ich glaube, das ist so ein Indie-Game, also nicht richtig Indie, aber gar nicht so die großen Entwickler. Auf jeden Fall. Also an den Namen, ich hätte jetzt irgendwie Schwedisch getippt vielleicht. Ja, ich meine, ich liege da auch nicht ganz falsch. Ich weiß es echt nicht, aber wir schauen mal. Da ist auf jeden Fall mein Charakter Vincent. Schickes Hemd übrigens, muss ich zugeben. Mhm. Also ich glaube, so werde ich mir auch Urlaub bald auch zulegen. Ne? Klar, direkt. Ja, die haben den, glaube ich, direkt vom Urlaub so weggeschnappt. Ja. Direkt Handschellen, zack, so einfach geht's. Warst du gerade noch, weiß ich nicht wo, Bahamas? Ja, genau, irgendwie sowas bestimmt. Hawaii-Urlaub oder so mit seiner Frau, mit seiner Familie. Ja, das ich auch. Wir haben jetzt Vincent gesehen. Die Frage ist, wo Leo ist. Bestimmt aber hier irgendwo in diesem Getümmel. Und nicht irgendwo da drin. So. Meinst du, das ist der, der da sitzt? Ja, ich glaube schon.
Ja, bestimmt, oder? Ja, sieht schon sehr danach aus. Okay. Also, du kommst gerade rein, ich bin oben. Oh! Guck mal, direkt Splitscreen. Schon, schon das ist richtig cool. Ich dachte, dass das jetzt erstmal ich alleine was mache und dann du irgendwie, aber nee. Okay. Nee, tatsächlich gleichzeitig. Mhm. Ich find's auch sehr, sehr, sehr interessant. Ich sehe sowas auch tatsächlich das allererste Mal. Also so ein Splitscreen, Coop-Saison, sehe ich wirklich zum ersten Mal. Das ist sehr interessant. Also Splitscreen kenne ich nur von Mario Kart, wo man sich dann, wo man immer angepisst war, weil der andere mit auf den Nintendo, Screen, weil der andere auf den Screen von einem geschaut hat, dann so eine Decke an den Fernseher kleben, damit man die Splitscreens abdecken kann. Das war Zeit. Ja, guck mal, ich glaube, du kommst jetzt gerade rein, oder? So, ich meine, ich war doch jetzt. Wo bist du? Ich bin oben. Warte, bist du nicht hier? Wo? Ah, ich glaube, das bist du, oder? Wo bist du? Links? Bist du da? Da, guck mal, das bin ich mit den Händen. Bist du das? Ja. Ah, da bist du ja. Richtig viel. Richtig cool. Geil, das ist auf jeden Fall das erste Mal, dass wir aufeinander treffen, sozusagen. Die erste Begegnung, ja. Aber vom Weiten. Das erinnert mich so an Prison Break. Ich weiß nicht, ob du die Serie geguckt hast, aber ich wollte mir sie tatsächlich sogar mal. Habe ich aber leider nicht geschafft. Ich sag mal so, die ersten zwei Staffeln kannst du dir angucken, danach hör einfach auf. Okay, gut zu wissen. Mal. Ich kann auf jeden Fall hier schon mal interagieren. Ich glaube, das mache ich dann schon mal. Hey, are you okay? What do you want? Nichts, bleib stark. Was machen wir da? Oh, wir machen nichts. Ich glaube, du kannst deinen Charakter gleichzeitig aber auch bewegen, oder? Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Gewöhnungssache jetzt, dass ich nicht die ganze Zeit auf deinem Bildschirm gucke. Gleichzeitig hin und her, oder? Wird schwierig, sehe ich auch. Aber gut, ich guck mal, was ich hier noch so machen kann. Vielleicht kann ich hier noch irgendwie... Noch eine Interaktion. Also mit den Menschen glaube ich nicht. Oh my God, man. This place is bad. It's really, really bad. I don't know. I'm not... Kannst du mit den Menschen reden? I don't belong in here, man. Guck mal, da ist ein Punkt aufgeploppt bei dir links. Ja, hier die Tür, durch die Tür. Ich geh mal weiter, wir gucken mal. Geh mal da durch, genau. Ich kann nicht weitermachen. Das wird schon, was heißt... Was machen wir denn? Was weißt du? Das klingt interessant. What is it you know about this place? It's bad news, man. Schlägerei. Fetzerei. Really? You serious? Bei dir geht's ja schon richtig ab. My life getting my ass chucked in here. The worst mistake. Ganz interessant. Ich find's auch cool, dass der Bildschirm nicht genau durch die Mitte geteilt ist, sondern so quasi so zwei Drittel bei dir, weil man weiß, der Cutscene ist. Ja, der Fokus liegt gerade hier. Ich find das richtig cool. Okay. Ah, guck mal, jetzt ist wieder 50-50. Jetzt kannst du wieder das machen. Ah, okay. Shit, dude. That fight out there, it was brutal. I could hear bones crack. Wow. Prison life, man. I guess you're right, but people fight in here every damn day. It's way too crazy in this joint. Also ich weiß halt, dass man, mit den Entscheidungen, die man trifft, die Storyline beeinflusst. Echt? Also das habe ich gelesen. Ich weiß nicht, wie krass das ist, ob da jetzt wirklich die Missionen sich verändern, also die Aufträge oder Missionen sich verändern, aber ich weiß halt, du kannst hier was bewirken damit, ne? Das wusste ich nicht. Ob das jetzt die Beziehungen und mit den zu den Charakteren da... Dann kann es ja immer einen anderen Ausweg geben sozusagen, richtig? Das kann gut sein, ich weiß es echt nicht, aber... Dann lassen wir uns mal überrechnen. Sleep, was muss ich da rein? Fight. Oder? I'm afraid you'll have to get used to it. Oh man, I can't get used to that. I can't even fight. You better learn fast then. Oh boy. Oh, hast du das gesehen? Die interagieren sogar. Ich finde das voll cool. Ja, ja, ja. Der schubst dich einfach weg. Ja. Was passiert, wenn ich von hinten angreife? Er dreht sich um. Dreht ja, das ist doch ganz klassisch. Immer schön Rücken zudecken. Ach, guck mal, wenn du Dingens drückst, also bei mir ist es L3, du hast Xbox Controller. L3? Ja, also hier. Wenn du an der Luxig reindrückst, kannst du sprinten. Oder? Kannst du nicht? Nee. Guck mal, hier bei mir ist das so. Wenn ich das reindrücke und ja. Oh, was ist das denn? Ach so, cool, mit. Da kann man sogar reinzoomen. Okay. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Eigentlich kann ich doch bestimmt sprinten, oder? Kann ich mit den Sticks. Ach, guck mal! Da bist du sogar, du Pisser. Ah, wo bist du? Oben hinter dir. Wo? Ach, hinter mir? Da, bist du das? Ey, was geht? Ey, Bro! Komm her, hast du ein Problem oder was, Alter? Junge, du kannst froh sein, dass die Stange. Hey, spuck dich auf mich. Übertreib nicht. Wo bin ich denn? Da bin ich. Okay, gut. Hey, what's up? Wir sehen uns noch, mein Freund. Having the best day of my life, man. Wo geht's denn da? I'm telling you. Best day ever. Was ist ausgeziehen? X, genau. Sieht sich jetzt echt aus? Well, I got beat up. All my shit got stolen. Kannst du schon mal zensieren. My parole got denied. Wenn es wirklich so ist, dann. Sucks to be you. Makes my day look great. Oh, das wäre schon krass. Man. Thanks for your support, asshole. Ich glaube, der ist tatsächlich nackt, oder? Anytime. Ja, wenn dieser der... Ja, geil. Richtig cool. Ja, klar, dass du direkt wieder aufziehen musst. Richtig cool, Alter. Ah, und du wirst untersucht, ne? Ich weiß nicht, warum kann ich hier so durchspazieren? Was habe ich hier... Habe ich irgendwas zu sagen? Was ist das hier? Ich weiß nicht, ich glaube, jeder kann da einfach so durch, also, oder? Keine Ahnung, echt nicht. Aber mal gucken. Was sind das bitte schön für Duschvorgänge? Da bist du jetzt egal, schon wieder abgeschlossen. Is this enough? Kennst du ja doch. Wir wollen ja nicht sure, so sein, ne? Take all the time you need.
Ich glaube aber, wenn ich, ich glaube, das passiert ja gerade parallel zueinander. Und ich glaube, ich gehe jetzt auch eh in die Richtung, wo du da jetzt gerade bist. Bestimmt. Ach. Also ich denke, irgendwo jetzt in der Nähe werden sich unsere Wege kreuzen, denke ich. Also ich anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Ich habe hier nichts mehr. Okay. Ich stehe hier mit anderen Insassen in der Schlange, komplett splitterfasernackt. Ach du Scheiße. Und bei dir geht was bei mir wieder was weiter. YouTube. Jetzt haben wir zwei Dialoge auf einmal, das ist natürlich so Gewöhnungssache. Ja, auf jeden Fall. My name is Williams and this is my prison. Das ist wie nennt man das? Ah, das ist der Wärter. When are we allowed visitors in here? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist auf jeden Fall der Chef, der Boss, der hat das Sagen. Ja. Jetzt wird der gefickt. Warum? Nur weil der nur kurz Any other questions? Good. Welcome to your new home. Ach, guck mal, ich wusste es doch. You heard a man, move on. Ich kann mich nicht bewegen. Mit L2 hast du go. L2? Oder? Bei mir, das ist das diese hintere, ne? LC. Ja. Ja. Ach, guck mal, der grüne Pfeil sehe ich auch. Ey! Du willst hochspringen. Ich sollte nicht aus der Reihe tanzen. Was soll ich jetzt? Ich weiß nicht. Versuch doch mal, kannst, wenn du einen anderen Weg hast. Ich kann irgendwie nicht spucken, warum kann ich nicht spucken? Ich kann dich jetzt eigentlich beobachten, glaube ich. Mich? Versuch doch mal. Ja, ich sehe dich ja die ganze Zeit. Guck mal, da bist Wo bist du? Come on, get up. Geh jetzt mal weiter, mach mal deinen Job. Ich kann ja mal hier in der Zeit. Ey, entspann dich. Geh. Schau auf mit der Scheiße. Ich bin der oben. Ich bin oben. Okay, ich kann nach oben spucken, das kann ich. Okay. Ja, ich kann das. Ja, guck mal hier, der macht Yoga. Stop with you. Meditiert. Meditation. Ah, ja. Geh weit, okay. What the hell is that? It'll set you free. The only thing that will set me free is walking out the front door. Let's go. Er hat recht. Free your mind. Get dressed. You better stop taking those drugs. 19x. Du bist jetzt in der Zelle, oder? Ja, genau. Ach, da ist das nicht der da vor dir? Drück mal auf L2 bei dir, dann siehst du mich doch. Close up 49. Da bin ich direkt neben dir. Ich bin mal, in der Zelle 49. Ja, dann bist du wirklich da. Aber warte, ich guck mal, was hat der hier noch zu sagen? Hey Leo, so, looks like you got yourself a new neighbor. Ach, guck mal. Wer denn? Who is it? I don't know, man. Some white guy. Thanks for the update. Yeah, no problem. Ja, okay, ich kann hier auch anscheinend einiges machen. Ich glaube, die meinen dann auch wirklich dich damit. Was kann ich hier denn machen? Let's go! Ich kann nichts machen. Hey, relax! Bin ich in deiner Zelle? Do nein, it. Nein. Nein, Mann. Ach, du bist daneben, take oder? Take it easy, man. What's nee, wrong with you? Doch, das Close bin up cell 48. Ich bin 49, du bist 48. Okay. Das ist direkt nebeneinander. Ja, ja, genau. Krass, wir sind Zellnachbarn. Ist ja wie in echt. Und da kann ich dich leichter anspucken, das gefällt mir. Ja, okay, jetzt haben wir auf jeden Fall hier Pausenhof, Stunde oder was auch immer. Leo, dürfen wir ein bisschen raus? Disney's große Someone Pause. Wants to talk to you. Yeah? Who? I don't know, man. It's over there. That's all I know. Ist das der Typ, der gerade auch neben dir im Knast? Ich glaube schon. Ich das glaub, war der, ne? Ich glaube, da. Da sind ihr schon eigentlich ein Freund. Ach, guck mal, okay, ich jetzt sind wir draußen. Ich sitze gerade. Ja, L2 haben wir. Okay. Haben wir auch rausgefunden, genau. Kann ich ja auch machen. Da, wo bist du was da? Was ist denn hier noch so? Ach, guck mal, das ist das, wo ich gerade hergelaufen bin. Und du warst da unten? Ja, genau. Ja, also die, Frage ist, muss man mit jedem irgendwie mal ein Gespräch führen? Ich weiß nicht, aber da, wo diese Punkte sind, kann man ja halt interagieren. Ich stehe mal auf. Fuck you looking at me. Gringito, get your ass out of here. Gringito. Also missgeboren. Hey, cool your fucking jets, man. You think you own this spot? Hey, you got a problem, so huh? Punkte. Yeah, I'm looking at two of them right now. Yeah. You're trying to fuck with us. What are you gonna do about it? Ich verstehe das nicht. Bei mir Just steht walk das away, auf. Man. Links reindrücken ist laufen. Ja, drück steht mal. Bei mir drück auf. Rein und lauf. Mach ich ja. Während du drückst. Ja, während ich nach vorne drücke, reindrücken. Das mache ich ja. Geht das nicht? Ah, ich kann nicht sprinten. Kannst du sprinten? Ja. Reindrücken und dann laufen. Mach mal mit dem anderen reindrücken, das wäre ja blödsinnig, aber... Ach, guck mal. Hä? Das ist doch blödsinnig. Moment. Drückst du mit dem rechten rein? Nein. Hey, ich habe gerade nur einmal mit dem rechten kurz reingedrückt und dann ging es. Dann war irgendwie einfach nur nicht aktualisiert oder was auch immer. Jetzt sprint ich nur noch. Nee. Also nochmal? Ja. Ah, okay, jetzt kann ich es wieder zwischendurch wechseln. Na, das ist ja cool. Okay, ja, cool. Dann lass erstmal umschauen, was gibt's denn hier noch so? Also ich kann hier, ich würde sagen, ich folge mir hier diese ganzen Punkte ab, in denen ich rede. Ich weiß auch gerade nicht, wo du bist, aber... Drück auf L2, dann siehst du mich. Ja, also du bist irgendwie unten oder so. Da, genau. Aber ich guck jetzt erstmal, was hier noch so gibt.
Ach, guck mal, hier geht's auch noch. Kann ich mich mit denen unterhalten? Mit denen auch. Hey, you got a light? Ah, da hinten passiert was. Yeah, sure. Can I have a smoke? Sorry, it's my last one. Was passiert denn hier, light? Amigo? Hey, mind your own fucking business. You cheap bastard, it's just a cigarette. Yeah, but it's my last one. I'm sorry. Last one, my ass. I'm not deaf. Zum Basketballfeld ging ich bei mir oben als Mission. Okay. Ich wollte hier ein bisschen einstreiten, aber anscheinend kann ich das gar nicht. Da wird der Arme leider verprügelt, müssen wir weg. Also ich glaube, ich könnte hier mit allen. Ach guck mal, Fitnessgeräte oder was ist das? Musst du auch? Let's get that pump. Kann man Basketball spielen? Das wäre cool. Das wäre cool, wenn ich Basketball spielen könnte. Das ist so ein Minigame wie damals in GTA San Andreas oder sowas. Da hast du genau so im Fitnessstudio hast du auch so tippen. What's the matter? You guys seem upset. Of course we are. Das ist eher so ein Minigame, glaube ich. Die ball again. So. Haben den Ball einkassiert. The pain in the ass guards. Who else? Okay, ich glaube echt, ich könnte hier mit jedem reden irgendwie. Es wird zu viel. Ich geh mal zum Basketballfeld, weil das steht ja. We got a new fish here. Yeah, we do. You tried. Okay, listen. Why don't you come back to us in a couple of weeks when you really understand how the guy runs this place? Ja, das ist schwierig jetzt, ne? Zwei Dialoge gleichzeitig. Ja. Ich glaube aber, was macht der denn da, Alter? Ihn einrenken, sagt er. Einrenken? Es sieht nicht so gut. Ich jetzt auch, ja. Yeah, man. Ich hätte gesagt, er holt ihm was aus dem Magen. Ist das nicht nur, um some close physical contact? Das wäre das, was ich mir das erklären könnte. Kann ich mich mit well, you know, from where I'm standing, it doesn't look too good. Looks to me like he's trying to snap some other things in place. Was? What do you mean, huh? What do you mean? Never. Hast du das gerade mitgelesen? All right, thanks. Bei mir? Ja. Ich habe gefragt, ob ich vergeben bin. No thanks. I prefer to be alone. Are you sure? A man needs protection. Ach, Junge, ernsthaft. Was ist denn? Well, if you change your mind, you know where to find us. I'm not changing my mind. Also guck mal, ich weiß nicht, ob das... Geh nochmal zu denen, guck mal. Der hält ja seine Hosentasche von innen fest, ne? Ich weiß nicht, ob das so eine Sache ist, die in allen Gefängnissen so passiert, aber das war genauso in Prison Break. Da gab es einen, der hieß T-Bag, und das war anscheinend so ein Anführer. Und alle, die seine Hosentasche... Oder es gab immer einen, der seine Hosentasche festgehalten hat, der hatte Schutz bei ihm. So, weißt du, was ich meine? Nee. Ja, und der war halt ekelhaft... Also, der war halt irgendwie schwul oder der hatte so Neigungen dazu. Und hat diesen kleinen Jungen, der immer seine Hosentasche gehalten hat, halt auch dazu missbraucht und so, ne? Alter. Und das hier, also entweder ist das eine Anspielung darauf oder das ist so ein das Ding, was man in allen Gefängnissen hat, mal keine Ahnung. Aber egal, geht mal zum Basketballfeld. Ich glaube, das ist. Warst du nicht gerade hier oder? Ich bin ja noch hier. Hey! Ach, guck mal, jetzt hier geht's ab. Let me go! Was passiert bei dir? Katze, ne? Kannst du nichts machen. Das ist der von. Das ist der von vorhin. Das ist nicht tummelt auf den Grund gehen. What the fuck? Da bist du doch, oder? Ja, da bist du doch. It's not about what I want. It's about what Harvey wants. That piece of shit better be happy he's on the outside. Harvey. He might be on the outside, but he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you. And I don't really like you. So it's a win-win situation for me. Yeah. Kriegst du schön auf die Fresse, ne? Aber ich glaube, das wird hier zu einem Streit. Get in there, new friend! Hey, what the hell? Warte, warte, warum gucken wir nicht da rein? Huh? Du neu bist. Take him down! Oh, wollt ihr unbedingt auf come die Fresse haben, ey? Come on, okay, aber warum du? Das verstehe ich nicht. Ich weiß es selber nicht. Was? X. Okay. Was jetzt? Y. Okay, das war's. Das fliegt drüber. Richtig cool. Das ist echt gut. Cool, muss man Richtig cool. Ja, krass. Das ist echt gut gemacht, so für so ein Kampf. Ist das echt geil. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Weil das ist so ein Cutscene, wo du halt was machen kannst. Ne? Das ist richtig nice. Ja. Kontern, zuschlagen. Ich glaube, es gibt da nur zwei Tasten. Zuschlagen und kontern, mehr nicht. Ganz simpel, aber trotzdem effektiv, finde ich. Sehr, sehr nice. Ja, es hat keine großen Fight-Kombos oder so, aber es ist trotzdem ganz interessant für den Anfang. Aber das ist ja sowieso noch gerade so ein gestrichelter Kampf. Zuschlagen und bestimmt kontern. Ja, zuschlagen wieder und zuschlagen. Eck mit dir. Ah, direkt rüber zu dir. Ja, sehr gut. Da ist er fett. Boah. Was passiert jetzt? Ja, jetzt kommen die Wärter, glaube ich. Danke, oder? Ja, okay. Nein, klar.
Weil wir alle erstmal flach liegen. Guck mal, aber die chillen da immer noch auf der Bank hin. Ja, genau. Genau, das habe ich mir gerade auch überlegt. Da geht eine Schlägerei hervor und die chillen einfach nur. Break it up before I put you all in solitary. Go on! You better watch your back. Oh, hi. Stay the hell away from me, okay? Hä? Ganz freundlich auf einmal, ne? Er ist ein Arschloch. Leo, warum so freundlich? Mann. Ich meine, ich hab dir doch nur geholfen. Ja, du kommst nicht in den Knast, um Freunde zu suchen. Also, mal gucken. Aber wir haben zum ersten Mal irgendwie zusammengearbeitet. Aber so beginnt halt jede gute Freundschaft, glaube ich. Ne? Denke ich auch, mit so einem Hass. Muss wir haben uns damals sein. Aber nicht gehasst. Wollte ich gerade sagen, bei uns war das anders, aber ich meine, wir sind ja anders, ne? Come on, I don't got all day. Das bist du, ja. Thanks. Yeah. Next. Sieht eigentlich, meiner Meinung nach, für ein Gefängnismenü schon sehr ausreichend genug aus. Apfel habe ich da gesehen, glaube ich. Besser als Studentenfutter. Denke ich auch. Sieht auf jeden Fall schon voll aus, der Teller. Was müssen wir jetzt hier machen? Der Teller sieht auf jeden Fall voll aus. Ich glaube, ich kann mich irgendwo hinsetzen. Aber wo denn? Oh, but you two love birds have a chat somewhere else. I want you. Hier hin? Noch irgendwie dazu? Hey, is someone talking? Komm ich nicht dazu. I don't hear anyone. Was denn? No, not here. Wir lassen sich nicht durch. Ja. Okay. Gewalt anwenden? Also ich würde jetzt eigentlich Gewalt... Mach was du möchtest. Deine Entscheidung werde ich nicht manipulieren. Was war das jetzt? Hey, what the hell are you doing? Noch eine. Don't fuck with me when I'm hungry. Okay, ich frage nochmal. Sure, damn, man, go ahead. Shit. Ich krieg wieder keinen Platz. Ist da hinten was frei? Nein, soll ich mich hier hinsetzen? Ja gut, das ist... Ach, da leuchtet auch noch was auf. Da gehen wir mal schnell. Ach, hier kann ich mich direkt hinsetzen. Ah, echt? Okay, cool. Ohne, dass ich frage. Guck dir mal das Tablett an, das sieht so gesund aus. Trink mir ist mal das was. Ist Kuchen? Das ist, wir haben Kuchen, Brot, Mach Salat, mal die Kamera. Bohnen. Kann ich ja nicht. Doch, klar. Da. Ja, nein, du musst nicht zoomen. Ich meine, guck nur, ja. Ach so, Besteck ist daneben. Okay. Ja, Besteck, Kuchen, Brot, Trinken. Apfel. Ja, das Menü ist so reich. Is that it? Yeah. What do you think this is? A goddamn restaurant? Hey, you, here I go. Boah, schon wieder. Lay down, it's time to die. Was hat er da, ein Messer? Ach du Scheiße. Das war doch okay. Ja, das ist zwei Rösige, ne? Aber jetzt krieg ich auch noch wegen dir auf die Fresse, ey. Okay, mach dich schon mal bereit. Wahrscheinlich wieder X und Y. Zumindest bei dir. Mein Kopf tut mir weh, wenn ich sowas sehe, Alter. Oh. Here, take this. Wenn ein Messer rauskommt, dann muss es auch irgendwo reinkommen. I'll kill you. Zurückziehen, wir müssen nach hinten. Come closer. Kann nur zurückziehen. Come on, scumbag. Come on, come on. Ja, kann ich auch. Ich glaube, du bist da rechts, oder? Dann werden wir uns bestimmt sehen. Wir können nur nach hinten. Aber wir können es nach vorne, aber ich glaube, es ist schlau. Come on, Alter, das ist so dumm. Warum machst du so was, Mann? Aua, mein Herz tut mir weh. Das Dümmste, was du im Knast machen kannst, ist den Bertha umbringen, weil dann bist du geliefert. Dann landet der im Loch oder der ist geliefert. Also, obwohl, ich muss dich korrigieren, nicht das Dümmste, eine der dümmsten Sachen, neben der Sache, dass man die Seife auch noch fallen lassen kann. Das sollte man natürlich auch nicht machen, so erfahrungsgemäß. Shit. I hate those things. Und du wirst ja auch noch medizinisch versorgt. Was ist mit mir? Ich verrecke da bestimmt immer noch, Alter, in dieser einen kleinen Ecke da. Be all right. Just lay down and rest for a while. Tut dir aber bestimmt. Thanks. Die Musik verändert sich. Wo guckt der da hin? Was ist das? Das Schraubenschlüssel? Ja, ne? Ja, sah so aus. Ah, guck mal, da lieg ich. Da bin ich. Hey. Da bin ich. Hey. I'm Leo. I'm Vincent.
Listen, thanks. Die erste Freundschaft. Don't mention it. I mean it, man. What's your beef with that guy anyway? Let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of the picture now. Yeah. Could you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. Ich will jetzt nicht zum Schraubenschlüssel gehen, oder? I just need you to watch my back while I get it, that's all. Ja, ich glaube schon. Das wäre nämlich schon ziemlich risky. Sorry. Das wäre ordentlich risky. No, fuck it. I'll do it myself. Wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Okay, so rebellisch. Well, I don't have a choice. All right. Ah, genauso ganz klassisch, wie man das weiß. Ganz klassisch. Okay. Keep your eyes sharp. Okay. Ich muss jetzt die Augen offen halten. Die Frage ist jetzt nur, während ich liege oder wie? Okay, jetzt kommt der Cutscene wieder. Können wir das machen? Okay, ich kann Leo helfen, Werkzeug holen. Du kannst aufstehen. Okay, ich kann I'll distract the nurse. Just watch out for her. Okay, ich lenke die Schwester ab und du kannst aufstehen. Willst du jetzt schon aufstehen? Holst du jetzt die Schwester oder was ist das? Ja, ich kann die Schwester rufen, dann lenke ich sie ab. Ah, guck mal, ich kann mich hier verstecken. Was kann ich noch? Kann ich noch irgendwas nehmen oder nicht? Ich guck eben auf die Schwester. Okay, ich versteck mich und dann kannst du die, glaube ich, rufen, oder? Ja. Okay. Aber dann sieht sie doch, dass ich nicht mehr in meinem Bett drin bin, oder? Das wäre zu riskant. Weißt du was? Wir machen es einfach. Wenn wir es nicht machen würden, dann wären wir nicht wir. Aber sie sieht doch, dass das Bett jetzt leer ist. Ja, vielleicht bist du kurz auf Toilette gegangen oder so, weißt du? Und? Das ist so dämlich. Perfekt, sie hat es nicht bemerkt. Kann ich jetzt durchgehen? Weg. Hau. What can I do for you? Was kann ich für sie tun? Wasser. Ich glaube, ich nehme erst das Wasser. Pass auf. I got a sore throat. Can I have some water? Ich krieg ein bisschen Wasser jetzt von der Schwäche. Ich hoffe, sie verlässt. Okay. Ah, okay, gut, da ist ein Wasserhahn. Da ist ein Wasserhahn. Okay, da ist eine Jalousie direkt davor, da sieht sie mich nicht. Und der Typ ist jetzt auch weg. Da kommst du einfach durch. Alles klar. Da kommst du einfach durch. Ich frag mich, was passiert wäre, wenn ich nicht Wasser gesagt hätte, sondern das andere. Meinst du, das macht einen Unterschied? Ich kann nochmal was sagen. I hope I'm not bothering you. Of course not. Vincent needs to do something about that guard. Ah. Was soll ich da machen? Der ist da im Weg. Was kannst du noch machen? Klopfen. Klopfen? Ja, der sitzt da, ne? Okay, was? Welches ist das? RT. RT. Ist rechter Trigger. Ja. Right Trigger. Ja, hier mal. It's hot. Okay, jetzt kann ich durch. Look what you made me do. Jetzt kommst du da durch, oder? Ja. Easy. Ah, guck mal, jetzt kann ich zack. Zack, ich hol noch mal eben die Schwester. Okay, das ist kritisch. Oh. For the love of... Hast du die Tasse fallen lassen? Ja, genau. Ich hab das Glas fallen lassen. Ich glaube, du solltest dich beeilen, während sie das da wäscht, dann könntest du eigentlich... Wieder ins Bett zurück. Ja, eben. Ich probier das mal. Ich habe jetzt eigentlich alles und bin fertig hier. Kann ich irgendwie sprinten oder? Nee, okay. Du musst im Schleichmodus, oder? Ja. Du kriegst das schon hin. Sie bückt sich da. Sie steht auf. Ja, egal. Ja, obwohl, oh. Sie kann nicht sehen, warte. Das war verdammt close, Mann. Ja. Jetzt oder nie. Ich glaube, man hat auf deinem Bildschirm genau gesehen, wie ich mich da runtergedrückt habe. So, ich liege jetzt im Bett. Oh. Easy peasy. Jackson 5. In the living room. That was close, mate. Ja, das war schon cool. That was risky. Also ich mag das, dass man da so ich parallel zusammenarbeitet. Ich find's richtig cool. Du wirst untersucht. Und was machst du damit jetzt? Schmeißt du so ein Fenster oder was? Aber Fensterbank. What are you up to? Hat er das rausgeschmissen? Oder bringt es ihm das jetzt? Ja, yeah, sure. Das ist Fensterbank gelegt oder so. Meinst du? Ich trinke auch noch kurz was anzusehen. Ja, Fensterbank. Ah, ne, okay, da, ja. Ach, da, okay. Wie will er da aber rankommen? Das ist jetzt die Frage. Das war, glaube ich, eine Meißel jetzt, ne? Das war kein Schraubendreher oder so. Echt? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Gut, sehen wir dann. Okay, ich glaube, erstmal können wir die Joysticks zur Seite legen. Ich glaube, es kommt erstmal eine Cutscene. Der läuft so wie so ein Lego-Mensch. Wie kommst du jetzt auf diesen Vergleich? So, what's your plan? Excuse me? I know what you're up to. Okay. I don't know what you're talking about. Tut nur so. Yeah. Tut nur so. Come on now. Und sagt ihr es ihm jetzt, oder was?
Look, I appreciate what you did back there, but you need to back off. Hey, what? I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? Oh, I got you. Trying to be funny? I got you. No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. Uh-oh. What about Harvey then? Harvey war doch der. Das war nicht der Fett, oder? Nee. Ah, jetzt geht's so richtig. What the fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. Harvey ist draußen und bezahlt auf diesen einen, dass er mich umgebracht hat. Also, dass er mich was umgebracht hat. Aber Harvey ist anscheinend mit beiden. You don't know shit beide about me, sind man. Mit Harvey verfeindet. Ja, du kennst ihn anscheinend nicht. Maybe not. Ah ja, hier, Harvey hat. Killed someone very close to me. Okay. Die kennen beide Harvey. Okay. With ein guter or without Grund. You. Ein guter I'm Grund. Going after him. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we worked together. And you know that. Das heißt, es kommt eventuell eine Zusammenarbeit. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das klappt. Bin ich mal gespannt. Es gibt aber auch eine Story, nachdem sie ausbrechen, meine ich, oder? Habe ich so in dem Trailer gesehen gehabt. Also, du meinst, wenn die draußen das, sind, geht meine. So weiter, meinst du, oder was? Ja, genau, ja, richtig. Ich denke auch. Ich glaube jetzt nicht, dass es nur einfach nur darum geht, hier auszubrechen. Keine Ahnung. Sehen wir dann, ja. Leo in der Zelle. Sehr wahrscheinlich ich auch. Ja. It's my plan. And I decide what goes down. You got that? Sure. Nah. Whatever you say. Du konntest also nicht anders, hm? I mean it, man. You fuck this up, I'll kill you myself. Yeah, I get it. Das ist meine Ansage. So what's your plan? Das ist auf jeden Fall eine Ansage, ey. You'll know soon enough. Okay, also kommen jetzt so langsam aber sicher die ersten Schritte in Richtung Ausbruch aus dem Gefängnis. Prolog. Perfekt, würde ich sagen, okay. Schöne Einstiegssequenzen, muss ich sagen. Um leicht so in das Spiel reinzukommen, um so ein erstes Gefühl dafür zu kriegen. Ja. Würde ich auf jeden Fall richtig sexy machen. Was passiert jetzt? Geht's jetzt weiter oder wollen wir lieber einen Cut setzen? Wie sieht's aus? Wir sind im Flugzeug. Hey Leo, you didn't really have an escape plan. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall Zukunft. What are you talking about? Also was danach ist. You had an idea. I'll give you that. I got you out, didn't I? What do you mean you got me out? We got out together. Yeah, yeah, sure. But if it wasn't for me, you'd still be in there. Don't forget I saved your ass. Okay, das ist wahrscheinlich dann aus der Zukunft, oder? Also hier ist dann der Gefängnisausbruch und hier ist so ein Flieger. Und wir müssen jetzt, glaube ich, die Story nochmal vom Anfang an durchspielen. Ich find's cool, dass sie so einen Rückblick haben. Das ist auf jeden Fall klassisch. Right. Sehr, sehr, sehr nice. Sehr nice. Ich frage mich aber, wer die Person ist, der fliegt. Keine Ahnung, finden wir vermutlich raus, aber... Auf jeden Fall. Aber wenn nicht, dann wäre das zu traurig. Ja. Das wäre zu traurig, wenn wir das echt nicht rausfinden können. Ja, mal schauen. Also... Dann sind wir also wieder zurück hier. Fred. Gefängnis. Got a minute. I'll be right back, guys. Ja, der kam jetzt schon. Ich glaube, das ist der jetzt auch schon zweimal vorkam. Genau, richtig, richtig. Genau, wollte ich gerade auch sagen. Up, ich glaube, Fred ist ein guter Freund von dir. I need to get up on that roof. Can you make it happen? It's gonna cost you. You know I'm good for it. Just get me up there. Ah, okay. Jetzt will er seine Meister holen. Gut, okay. Jetzt macht alles Sinn. Aber ich frage mich, wie die da einfach so hochkommen jetzt. Hey, Fred. What's up? Oh, good. What do you want? Got a couple of workers here. Need to change the scenery. Ah, sorry. We're full. I'm sure we could figure something out, right? Stechung. Guess we could use a few extra hands around here. Na ja, gut. Also dann teilt er so die Arbeiter ein und jetzt kommen wir irgendwie aufs Dach. Genau, genau. Aber die Frage ist, wo die jetzt die Meißel ist. Yo, hurry up. We don't have all day. We're waiting right here. Das sah so aus, keine Ahnung. Hey, see up there?
Da ist es, ne? We need to get up there somehow. All right. Okay. Gut. Meißel, ja gut. Aber, Meißel besorgen, perfekt. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier mit dieser Mission weitermachen, war es was von dieser Folge. Ja. Damit die Folge nicht allzu lange wird, ne? Hast du noch was dazu zu fügen? Wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Genauso. Wir oder ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Macht's gut, bis Kissen. Ciao.